Wir stehen hier am Eingang des wunderschönen West End Towers. Wir nennen es auch das Kronenhochhaus mit gewaltigen 208 Metern. Und wir sind im Moment mit diesen 208 Metern das dritthöchste Hochhaus von Frankfurt. Ich zeige es euch jetzt mal von innen. Kommt doch mal mit. So, wir sind jetzt hier im Expressaufzug. Wir fahren jetzt gleich 6 Meter pro Sekunde. Und die meisten haben da Druck auf den Ohren und dann sage ich, bitte einmal Druckausgleich machen, dann geht's. Man sieht, wir gehen jetzt hier 4 Schritten nach oben und sind dann gleich auf 150 Meter Höhe in der 38. Etage. Da ist die Konferenzetage, damit die Gäste schnell hochkatapultiert werden, geht's hier ruckzuck. 38. Obergeschoss. So, wir stehen hier gerade in der 38. Etage auf 150 Meter Höhe. Hier ist die Umsteigeetage und jetzt geht's hoch in die 50. Etage auf 200 Meter Höhe. So, wir stehen hier jetzt unter dem Wahrzeichen des Hauses, der Krone bzw. dem Strahlenkranz. Die Krone hat ein Gewicht von 95 Tonnen. Es sind 11 Strahlen mit 11 Meter Länge. Und an was soll sie wohl erinnern? Sie soll an die Freiheitsstatue erinnern. Denn dieser Turm wurde von einem Frankfurter Architekturbüro in Zusammenarbeit mit einem Architekturbüro aus New York konzipiert, namens Cohn, Patterson und Fox. Darüber hinaus ist die Krone in Richtung Dom und Römer ausgerichtet. Warum? Das soll eine Hommage sein an die alte Kaiserstadt, denn dort wurden damals die meisten deutschen Könige und Kaiser gekrönt. Und natürlich soll sie aber auch symbolisieren, dass die DZ-Bank selbstbewusst in die Welt und in die Zukunft schaut. Des Weiteren stehen wir hier gerade in der berühmten Sky Lobby, designed by James Jarrell, der bekannteste Lichtarchitekt. Und abends können wir wunderschöne farbige Lichtkompositionen einstellen. Was ganz normal ist, auch dieses Hochhaus schwankt natürlich. Es schwankt 40 bis zu 80 Zentimeter bei Starkwind. Und was die meisten aber nicht wissen, ist, dass dieses Hochhaus wie alle anderen hier in Frankfurt auf Stelzen steht. 36 runde Pfähler, die 40 Meter tief in die Erde gehen, 1 Meter Durchmesser. Denn so nah am Fluss da vorne ist der Main, ist nämlich hier der Boden viel zu weich. Deshalb muss man in die Tiefe gehen. Dann haben wir eine 4,5 Meter dicke Stahlbetonplatte. Und des Weiteren ist nämlich ein Wunsch der Stadt Frankfurt bzw. Pflicht, ist, dass man einen Bereich für die Öffentlichkeit haben muss. Und bei diesem Gebäude haben wir zwei. Zum einen das Parkhaus, was man nämlich rund um diese Pfähle herum gebaut hat. Und zum anderen unten einen wunderschönen 900 Quadratmeter großen Wintergarten mit schönen Palmen, den man kann einfach im Frankfurter Westend Wohngebiet reingehen und kommt, läuft durch ihn durch und kommt dann drüben an der berühmten Krawatte wieder raus.